kennt das doch sicher auch. Ihr schreibt euch mit einem Freund oder eine Freundin. Per E-Mail oder Chat. Man hat das Gefühl, dieser Schreibprozess verselbstständigt sich und man fängt an zu philosophieren und weit, weit auszuholen. Und diese Situation hatte ich neulich wieder. Es ging um das Thema Glück, Lebensfreude und Zufriedenheit. Und da mich solche Themen mit diesem psychologischen und philosophischen Charakter schon immer sehr interessiert haben, war ich da sehr ausschweifend. Ja, die Trolla kann auch mal ernst sein. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, könnte ich doch mal eine neue Rubrik aufmachen, wo man so dieses ganze philosophische Gedöns mal noch weiter hinaustragen kann, weil ich bin mir sicher, es gibt da draußen bestimmt noch einige, die es auch interessiert. Schließlich sind das doch Fragen, die uns alle angehen. Wir leben nun mal alle zum ersten Mal und wir brauchen manchmal Hilfe. Und mein Gesicht werde ich dabei auch nicht filmen, weil ich denke, es lenkt zu sehr vom Inhalt ab. Los geht's! Gedanken zum Thema Zufriedenheit und Begeisterungsfähigkeit. Jeder kann und muss selbst seine Erfahrungen machen im Leben. Was mir aber oftmals hilft, sind Sichtweisen und Erfahrungen anderer Menschen, im Austausch zu sein und Selbstreflexion auszuüben. Es kann einen enormen Unterschied machen, wenn du dir darüber bewusst bist, mit welchen Verhaltensmustern du mit deiner Umwelt in Beziehung stehst oder auch nicht in Beziehung stehst. In unserer modernen Welt, in der wir täglich mit unzähligen Reizen überflutet werden, kann man schnell den Kontakt zu sich selbst verlieren. Wer sich selbst kennt, sich seine Stärken, Schwächen, Vorlieben und Eigenarten bewusst macht, kann in der Lage sein, das eigene Verhalten objektiv wahrzunehmen, zu analysieren und nötige Verhaltensänderungen vornehmen. Zufriedenheit oder Glück ist ein Konstrukt, eine Wortschöpfung, die einen Umstand beschreibt. Jeder Mensch definiert sein Glück auf unterschiedliche Weise, hat verschiedene Bedingungen, die an eine Erfüllung geknüpft sind, und andere Vorstellungen vom Glück. Eins ist aber gleich, dass es immer mal hoch und runter geht im Leben. Das ist so normal wie ein Ei im Omelett. Das Leben ist ein dynamischer Prozess. Es ist immer alles in Bewegung. Vieles unterliegt nicht unserer Kontrolle. Wie kann es da auch immer konstantes Glück und Unglück geben? Für viele Menschen wird Glück von materiellen Dingen oder anderen Menschen abhängig gemacht. Dein Glück in die Hände anderer zu legen, wäre doch sehr vage und unberechenbar, sowie niemals von Dauer und Erfolg. Jeder denkt in erster Linie an sich. Dies ist auch in der Natur zum Überleben sehr wichtig. In einem gesunden Maß kann uns aber genau diese Eigenschaft helfen, uns selbst glücklich zu machen. Nur wir wissen genau, was wir brauchen, gerne mögen, meiden, welche Ziele wir aufstellen und Wege gehen wollen. Eine angemessene Dosis an Selbstliebe wirkt auch anziehend auf andere Menschen und hilft einem dabei, seine Ziele zu verwirklichen. Es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind. Tue, was du für richtig hältst, denn es wird immer jemanden geben, der anders denkt. Ein Zitat von Michelle Obama. Ich mag den Spruch. Ein verbreiteter Garant für viele leere Tage kann auch Ungenügsamkeit sein. Niemals richtig zufrieden zu sein. Unbemerkt und rasant kann man sich in der Gewohnheit des Alltags den Blick für deine Glücksmomente und die vielen kleinen Freuden in deinem Leben langsam verlieren. Keine Liebesbeziehung zum Beispiel ist jemals dauerhaft aussichtsvoll, wenn auch nur einer der beiden versucht, sein Lebensglück vom anderen abhängig zu machen. Ich bin der Meinung, dass viele gute Eigenschaften von unserer Erziehung kaputt gemacht werden, von denen wir auch im Erwachsenenalter hilfreich Gebrauch machen könnten. Keith Johnstone, Autor und Dramaturg, der in den 50er und 60ern aufwuchs, zum Beispiel sagt, dass normalerweise in der Erziehung alles darauf angelegt ist, Spontanität zu unterdrücken. Diese aber gerade für unsere Lebensqualität sehr wichtig ist. Alle unsere Erfahrungen zeigen, dass das Leben zyklisch verläuft, in Phasen ähnlich einer wilden Achterbahnfahrt. In einer Zeitspanne können wir in einem Hochgefühl und tiefen inneren Ruhe den Ausblick genießen und im nächsten Moment kann es mit schwindelerregender Geschwindigkeit hinabgehen. Oftmals geschehen diese Höhenunterschiede ohne unser Zutun. Wir haben alle in uns das Verlangen, uns selbst zu verwirklichen.
Wir folgen diesem jedoch oftmals nicht, da wir in uns eine blockierende Stimme hören, die uns daran zurückhalten will. Diese Stimme versucht mit aller Kraft, uns einzureden, dass es nicht vernünftig sei, dass wir zu egoistisch sind, dass wir uns blamieren werden, dass andere auch nicht so leben oder denken, dass andere uns ablehnen werden, dass wir kindisch sind, dass wir nicht das Recht hätten und so weiter. Wenn wir uns in unserem Handeln und unserer Lebensgestaltung von dieser negativen inneren Stimme oder der Meinung anderer leiten lassen, dann begehen wir einen erheblichen Fehler. Wir übersehen dann, dass das, was für andere gut und richtig ist, nicht auch für uns gut und richtig sein muss. Niemand kennt unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte besser als wir. Deshalb bleibt jedem Menschen auch nur die Möglichkeit, sich an den eigenen Bedürfnissen zu orientieren. Die Werte, die uns damals als Kind von Elternteilen oder Lehrern und so weiter eingetrichtert worden sind, sollten im Erwachsenenalter auf einen selbst zugeschnitten, überprüft und eventuell korrigiert werden. Oftmals nimmt man Werte und Überzeugungen still und leise mit, handelt unterbewusst nach ihnen, aber fühlt sich nicht wohl damit. Als Kind konnten wir nicht anders, als unseren Vorbildern diese Werte zu glauben. Wir haben uns an ihnen orientiert und an den Vermittlern aufgeblickt, doch als erwachsener Mensch könnten uns diese womöglich schaden, weil sie nicht unseren eigenen Vorstellungen entsprechen. Mit unseren Wünschen, wir selbst zu sein, nicht übereinliegen. Diese kognitiv anspruchsvollen Überlegungen können wir als Kind noch nicht vollziehen. Uns fehlen die Erfahrungen, eine gewisse Weitsicht und entwickelte Ziele und Wünsche, die für unsere Lebensgestaltung relevant sein könnten. Tag für Tag treffen wir Entscheidungen, die unser Leben und unsere Zukunft mehr oder weniger stark beeinflussen. Das beginnt bereits eines jeden Morgen. Stehe ich auf oder bleibe ich doch lieber liegen? Nehme ich mir Zeit für das Frühstück oder stehe ich so spät auf, dass ich nur noch Zeit für einen Coffee to go habe? Beginne ich den Tag mit Hektik oder Gelassenheit? Was trage ich für ein Hemd, T-Shirt oder Pullover? Tue ich etwas, obwohl ich etwas ganz anderes viel lieber tun würde? Esse ich mein Mittagessen auf, weil man eigentlich nichts wegwerfen sollte? Je mehr wir uns von anderen Personen oder aufgezwungenen Sichtweisen malträtieren lassen und unseren eigenen Bedürfnissen zuwiderhandeln, umso frustrierter werden wir mit der Zeit und umso mehr Schaden erfahren wir und hindern uns an unserer Selbstverwirklichung. Niemand wird mit einem geringen oder mangelndem Selbstvertrauen geboren. Erst durch erworbene Rückmeldungen und gewonnenen Erfahrungen und Erfolgserlebnissen kann unser Selbstvertrauen schrumpfen oder wachsen. Diese haben gerade im Kindesalter einen starken Einfluss. Wollen wir unser Selbstwertgefühl und Vertrauen in uns stärken, müssen wir lernen, uns selbst aufzubauen und die Kraft entwickeln, uns auch aus tiefen Löchern wieder zu befreien. Dazu gehört aufzuhören, sich klein zu machen oder einzureden, dass man nichts taugt oder minderwertig ist. Mit zunehmendem Selbstvertrauen wächst auch das Vertrauen in sich. Mit Fehlschlägen aus Kritiken, Spott, Beleidigungen und scheiternden Erfahrungen fertig zu werden. Die Sichtweise allein darauf hat enormen Einfluss, wie wir mit diesen umgehen. Niederlagen zeigen uns auf, was wir besser machen können. Mit einer negativen Sichtweise könnten wir aus dieser Niederlage nur Bestätigung finden, dass wir zu nichts taugen und so weiter. Menschen bereuen häufig am Ende ihres Lebens am meisten, dass sie nicht den Mut hatten, ein selbstbestimmtes Leben geführt zu haben und das zu tun, was sie für richtig und wichtig hielten. Wir haben nur ein Leben zu leben. Sollte dieses Leben nicht so sein, wie wir es uns wünschen? Die Begeisterungsfähigkeit ist in der Lage, deine Hoffnungen empor zu den Sternen zu tragen. Sie ist das Funkeln in deinen Augen, die Beschwingtheit deines Ganges, der Druck deiner Hände und der Wille und die Entschlossenheit, deine Wünsche in die Tat umzusetzen. Ein Zitat von Henry Ford. Jeder Mensch ist begeisterungsfähig. Dinge, in denen wir gut sind, denen wir brennendes Interesse entgegenbringen, die machen wir gerne. Begeisterung ist die stärkste Motivation, die es von innen heraus gibt. Wie ein innerer Motor treibt er unsere Leidenschaft an, die uns viel Kraft und Freude verleiht und auch auf die Menschen um uns herum Auswirkungen hat. Weil wir diese Gefühle ausstrahlen, Gefühle sind hochgradig ansteckend. Nicht umsonst heißt es, die besten Dinge sind die schwierigsten. Begeisterung schafft Lebensfreude und Ausgeglichenheitsgefühle. Jeder Mensch kann in sich die Flamme der Begeisterung entfachen. Dazu ist es wichtig, die eigenen Interessen und starken Seiten bewusst wahrzunehmen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Begeisterungsfähigkeit motiviert darüber hinaus nicht nur zum Einsatz für eine Sache, sondern trägt auch dazu bei, auftretende Schwierigkeiten und Hürden zu überwinden, indem wir intensiv und beharrlich und meist auch erfolgreich nach Lösungen suchen können. Ein gesundes Maß dessen wäre auch hier wieder optimal. Als Kind, wenn wir alles zum ersten Mal erleben, funkt die Begeisterung wie ein schier endlos leuchtendes Feuerwerk, Tag für Tag von neuem.
Die Begeisterung nimmt mit zunehmendem Alter drastisch ab. Vor allem in den späteren Jahren der Grundschule und in der Mittelstufe bekommt man den Eindruck, dass ob die Begeisterung, anstatt angeregt, weggeleert wird. Als Erwachsener kann man sich kaum mehr daran erinnern, wieso er damals so einfach zu begeistern war. Begeisterung ist eine Sache der inneren Einstellung. Wenn ich weniger negative Widerstände in meinem Leben habe, werde ich wesentlich öfter die positiven Dinge sehen und anfangen, mich für diese zu begeistern. Das fördert natürlich die allgemeine Begeisterungsfähigkeit. Egal, ob ich Begeisterung in mir selbst oder bei anderen Menschen auslösen will, ich brauche eine gewisse Ausgangslage. Gute Stimmung. Ohne gute Stimmung können wir nicht den Weg in das Innerste unseres Selbst oder in das unseres Gegenübers finden. Mit einer angemessenen Ausgangslage bin ich in der Lage, Begeisterung zu schaffen. Und mit dieser habe ich den Schlüssel zur Motivation. Und die Motivation ist es letztendlich, die uns veranlasst, gewaltige Dinge zu bewirken und sprichwörtlich Bäume auszureißen, aber bitte wieder nachpflanzen. Mit Humor schaffen wir zum Beispiel die nötige Distanz, sowohl von Stress, Druck und Ärger, als auch von den Problemen, die wir besser lösen können, ohne den engstirnigen Tunnelfokusblick, und schütteln die Angespanntheit ab, die unsere kreative Lösungsfindung blockieren würde. Der wichtigste und erste Schritt wäre schon, sich diese Dinge bewusst zu machen. Man kann sich kaum auf alle Dinge in seiner Umgebung konzentrieren. Wir filtern unbewusst und bewusst alle relevanten Inhalte für uns heraus. Ein offener Rundumblick reicht bereits, um klare und ergebnisoffener sehen zu können. Die Einstellung und Sichtweise kann schon die Eintönigkeit zum Donnertrommel jagen. Andere Menschen werden immer über dich reden, dich verurteilen, dich bewerten. Das ist nun mal so. Was lernen wir daraus? Was sowieso nicht zu ändern ist, kann man auch gleich akzeptieren. Du bist dein Leben lang die einzige Person, die jede Sekunde mit dir leben muss. Du allein hast für dich die Verantwortung. Egal was passiert, welche Menschen du triffst und in welche Situationen du gerätst, es gibt immer etwas zu lernen und zu tun. Ja, ja, yippie, yippie, yay. Es gibt kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Es gibt nur Erfahrung und was man daraus lernt und daraus macht. Gedanken sind das Fundament unseres Handelns. Sie beeinflussen, was in unserem Leben mit passieren wird. Was du möchtest, was du erreichen willst und was dir letztlich gegeben wird. Das Leben ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Es gibt ab und an auch bittere Momente, tragische Ereignisse und tiefe Trauer. Wo Licht ist, fällt auch Schatten. Man sollte die Zeiten genießen und neben den erfreulichen auch die unangenehmen Momente schätzen. Wer dieses Wechselspiel akzeptiert, kann um einiges zufriedener sein. Sich mehr auf das Gute und Coole für sich konzentrieren. Ob wir wollen oder nicht. Scheußliche Momente, unbequeme Zeiten, unwillkommene Situationen, nervige Dinge, üble Filme, langweilige Bücher, dumme Sendungen, ekelhaftes Essen und so weiter wird es immer parallel geben. Diesen sollte man nur wenig, am besten keine Beachtung schenken. Die Dinge akzeptieren, wie sie sind, wäre vernünftiger und konstruktiver in diesem Fall. Wenn man überwiegend auf das Negative sieht, sich über dieses und jenes aufregt, meckert, sich beschwert und so weiter, wird man schwer glücklich werden. Deshalb mag ich auch den Spruch, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, lieber anders formuliert. Lebe jeden Tag, als wäre er dein erster. Klar nutzt sich das Erlebte ab, wenn wir immer nur das Gleiche betrachten oder auf die gleiche Art und Weise betrachten. Je öfter man eine Sache erlebt, umso mehr gewöhnt man sich daran. Deswegen ist es wichtig, sich so viel Input von der Außenwelt zu holen wie möglich. Abwechslung und Neues erleben und erfahren, das bringt die Farben in deine Welt. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Manchmal ist es schwer, die Farben benennen zu können. Aber vielleicht muss man das auch nicht. Jeder da draußen kann nur für sich selbst entscheiden, was er mit den Informationen, dem Gesagten, dem Gehörten und Geschriebenen anfängt. Mach einfach das Beste daraus. Viele wundervolle Erfahrungen liegen noch vor dir. Diese ausschweifende Reise der Gedanken wurde Ihnen präsentiert von Enthusiasmus über die Frage, wie geht eigentlich Leben? Beziehungsweise, wie könnte es gehen?